Ja, hi Leute. Das ist unser neues Urzeitkrebs-Aquarium. Da haben wir ein 5 bis 6 Liter Glas aus dem Nürnberg gefunden, für 5 Euro. Und ein paar Steine aus dem Fluss gesammelt, ausgekocht. Und die Dinger sind das bestimmt schon 5 Wochen, 6 Wochen alt. Und die werden ganz schön groß und sehen echt schön aus. Ich versuche die auch mal heute richtig zu filmen. Das ist echt immer schwer. Jedes Mal, wenn ich komme, sind die alle weg. Da ist das ganze Ding voll. Ich verspreche es euch. Die geht nochmal weg. Ich glaube, die sind jetzt alle gerade zum Licht drauf. Das ist echt total schön. Warte mal, ich gehe mal weiter weg. Ich möchte mal sehen, wie wir was gemacht haben. Da steht so eine richtige schöne Kugel auf dem Fensterbrett eben. Da oben haben wir eine Folie aufgeklebt, das sieht man gar nicht, die ist so durchsichtig. Könnt ihr das sehen hier, die Löcher? Da, vielleicht sieht man es jetzt an der Folie. Da haben wir Luftlöcher gelassen, irgendwo in der Mitte. Seht ihr das? Haben wir so eine Lampe aufgeklebt und mit dem Loch reingeschnitten. Ich fasse da mal hin, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Schau mal, die kann man abnehmen. Das ist eine Lampe, ne? Die kann man da einsetzen in das Loch. Ach, jetzt seht ihr auch schon die Luftlöcher, die wir gemacht haben, genau. Und ich hoffe, wir sehen jetzt auch mal die Urzeitkrebschen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher hin. Aber die sind aber auch heute nicht so einfach zu kriegen hier da. Wo seid ihr? Die sind auch gar nicht so klein. Die sind riesig, eigentlich mittlerweile über einen Zentimeter. 7, 8 Stück verstecken sich hier gerade. Es gibt doch nicht. Ach doch, die sind alle oben am Licht, Leute. Schaut mal. Ich versuche es mal besser zu filmen. Das ist echt schwer, weil die sind so klein. Ja. Das ist so groß. Ich zoome jetzt mal. Ich hoffe, dass die Kamera echt checkt. Schau ich das mal an, was hier alles schwimmt. Schön, oder? Unterwegs, der. Die Geräusche im Hintergrund macht gerade die Katze am Kratzbaum. Schau mal an, wie schön. Kann ich vielleicht noch ein bisschen größer machen? Die gehen alle hoch ans Licht. Ja, ich habe das schon öfter mal gelesen. Aber das ist ja nur. Nicht sind so krass schon mal und alle kommen so hoch. So ein ganz kleiner noch. Und zeig mal so die Landschaft, die wir gemacht haben im Wasser. Da haben wir größere Steine reingelegt. Hier unten sind sie überall schon mal. Schön, ne? Und ein paar Krebse für 5, 6 Euro aus dem Müller. Wobei es natürlich nicht mehr für den Müller ist. Die gab es damals schon im Yps-Heft. ich hoffe, dass Sie es sehen ein bisschen. Kosmos rein. Man kommt in eine andere Welt. Ist auf einer anderen Ebene, könnte man fast sagen. Das Leben dann.
Quiz und Papa hat echt ein schöner. Uhrzeitkrebs und Kugel gebaut. Super. Ich bin happy. Tschüss.